Vorgestellt, Retail Company Simulator Prolog. Ja, ich habe ein Key vom Luke bekommen, vom Business Tycoon. Hier das vorzustellen, will ich mal machen. Es ist, ja, hier hinten ist das so sehen, es ist ein Plundenladen, würde man hier bei uns sagen. Also da kannst du Anziehsachen kaufen. Ich weiß nicht, wie weit der Name Plunden verbreitet ist. Keine Ahnung, hier in Ostwestfalen ist das halt ein Plundenladen. Und da gibt's Anziehsachen halt. Und wir müssen jetzt organisieren, dass wir den Laden passend aufziehen und wahrscheinlich irgendwelche Inventareinheiten kaufen und dann Sachen und langsam hochwirtschaften bestimmt, denke ich mal. Ja, ich würde sagen, wir schauen nach dem Logo in das Spiel mal rein. So, neues Spiel. Machen wir mal was weiter. Und fertig und Start. Und es gibt ein Tutorial. Tutorial an. Ja, machen wir an. So, Name des Ladens. Gibt dein Geschäft einen Namen. Haben wir das nicht schon gemacht? Okay, hier kann man wahrscheinlich was reinschreiben. Ach, hier. Ja, machen wir so. Na, das da gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Ne? Ist noch was Schickeres? Ach, nicht so. Alles nicht schick, ne? Hier nehmen wir das. Ändert sich das? Ach, hier oben sehe ich es nur. Ich dachte, da würde ich sehen. Ja, es ist verspielt, ne? Ja, komm, nehmen wir das. Gut, das haben wir schon gemacht. Interagiere mit dem Computer. Dann müssen wir wahrscheinlich reingehen, ne, oder? Hier ist der Computer. Interagieren, Linkklick. Verträge brauchen wir. Okay. Unterzeichnen den Vertrag. Pinkes kurzes T-Shirt und gelbes kurzes T-Shirt haben wir an. Level 1 für $250. Keine Ahnung, wie viel ich da kriegen. Weiß ich nicht. Dann schließen wir das mal. Dann gehen wir auf den Markt zum Einkaufswagen hinzufügen. Das ist das, was wir haben. Das ist. Ach so, das müssen dann wohl 10 Einheiten wahrscheinlich gewesen sein, oder? Aber 5 und 5. Das. Wir kaufen das. Deine Bestellung wurde in den hinteren Teil des Ladens geliefert. Okay. Kiste aufheben. Ja, muss ich wohl hier schließen, ne? Oder? Ah, da ist der Pol wohl. Kiste muss ich aufheben. Habe ich. Ich muss die Kiste aufmachen und wahrscheinlich hier. Ja, okay. Und dann da aufhängen. Okay, da kann ich dann mehrere aufhängen. Okay. Wo ist der Mülleimer? Gute Frage, ne? Aha, hier. Leg einen Preis für das Produkt, für den, doch für das Produkt fest. Also da oben drüber. Ja, 2,78 ist wohl ein bisschen günstig, ne? Wenn da 22 der Einkaufspreis war. 13,90 ist die, aber das habe ich nicht so ganz verstanden da. Wenn ich jetzt da eine 1 hinmache, dann habe ich einen Profit von $10. Wow. $9,99 machen wir mal. Kostet 2,78, Profit ist 7,21. Auch für so ein T-Shirt einen Zehner zu bezahlen, wird schon passend sein, oder? Kaufe eine Ankleidekabine. Am Computer wahrscheinlich wieder, ne? Markt. Ausrüstung. Zum Einkauf hinzufügen. Zur Kasse gehen. Kaufen. Kaufe eine, verziehe eine Ankleidekabine. Gut, das heißt, wir müssen die wahrscheinlich hier wiederholen. Da war falsch. Steht hier irgendwo, wo ich sie hinstellen soll? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ist auch nicht im Hinterzimmer, dass ich es da machen soll. Ne? Gehe ich nicht von aus. Da raus, okay. Machen wir hier hin.
Ankleidekabine. So ist zu nah. Ja, geht nur so. Zum Platzieren links klicken. Eröffne den Laden. Geöffnet. Interagiere mit der Kasse und warte auf den ersten Kunden. Scanne die Produkte, indem du sie anklickst. Ja, weiß ich auch noch nicht, ne? Kommt denn einer und kauft sowas? Aha, da kommt jemand rein. Jetzt zieht sie das an, oder? Wie er auch ein pinkes T-Shirt? Der klaut, oder? Nee, doch nicht. Wohl weiß auch keiner, ne? Okay, so geht das. Da war was falsch gelaufen. Wie kriege ich das jetzt wieder? Ich würde das gerne wieder zurücknehmen. Geht das irgendwie? Ja, das habe ich schon gut hingekriegt. Der Kunde muss warten, weil die Kasse nicht verfügbar sind, oder weil es eine. Ja, okay. Falsches Wechselgeld, genau. Ich würde jetzt gerne das Wechselgeld zurückgeben. Escape zum Verlassen? Nee, das will ich nicht. Ja, das hat ja schon wieder gut angefangen, oder? Also, wenn ich länger halte, dann nimmt das. Okay, nee, das war nicht so gemacht. Na, das läuft ja gut. Okay. Wie wechsle ich das? Also das mit der Kasse verstehe ich schon mal nicht. Das muss mir ein Kunde von dem Laden, ja, ist schon klar, weil ich hier auch nicht das falsches Wechselgeld. Ah, ich sehe schon. Auf ein neues, ne? So, jetzt kommt er. Oh, er hat mir 50 gegeben. Das heißt, wir brauchen einen Cent und so, jetzt hat es geklappt. Und wie gehe ich jetzt? Ja, wenn ich das jetzt wüsste, wie das geht, ne? Ah, jetzt muss ich die Leertaste drücken, alles klar. Mit Karte. Okay. Auch mit Karte. Wunderbar. Auch mit Karte. Und mit Karte können wir schon. Alle mit Karte jetzt. Okay. Jetzt bezahlen alle mit Karte, das kann ich, ne? Bargeld habe ich nicht gescheckt gekriegt, aber das geht. So, haben wir alles verkauft. Das ist schon mal schlecht.
So, das heißt, wir können den Laden schon mal zumachen, weil es hier nichts gibt, ne? Schließe mehrere Käufe ab. 6 von 8, ja. Ich habe leider zwei nicht abgeschlossen. Na dann. Verträge haben wir. Markt. Zum Einkaufswagen hinzu. Kaufen. Haben wir. Preis passt auch noch. Das in eine Tonne werfen. Und den Laden wieder aufmachen. So läuft. Wir gehen hier wieder hinter und verkaufen dem schicken Herrn ein pinkes T-Shirt. Also das mit der Kasse war jetzt wahrscheinlich mein Fehler, Verständnis nicht gesehen. Aber kriegen wir hin. Er gibt mir jetzt Geld. 40 Euro, eins muss ich rausgeben. Passt. Wie ich es korrigieren kann, das weiß ich noch nicht. Das wird dann schwierig mit dem Korrigieren. Ah, da kommt der nächste Kunde oder Kundin. Letzter Kauf, dann haben wir es geschafft. Okay, sie kauft jetzt noch das T-Shirt. Das machen wir gerade, damit wir den letzten Kauf auch noch haben. Sie kriegt einen Cent zurück und das war's. So, jetzt haben wir das geschafft. Drücke Enter. Aha. Ich musste erst von der Kasse weg. Nächster Tag. M99 Verdienst, Versorgungskosten mal 44. Mikro. Oh, wir haben ganz viel Ausgaben gehabt, die wir überhaupt nicht gedeckt haben. Das heißt, wir müssen definitiv mehr haben. Das heißt, weiteren Vertrag abschließen steht da, ne? Vertrag mit einer Marke. Level 2 bin ich noch gar nicht, oder? Das heißt, ich kann noch gar nichts machen, weil ich kann ja hier die Level habe ich ja noch gar nicht erreicht. Das ist ja wieder mal cool, ne? Ja, das heißt, wir gehen erstmal auf den Markt und kaufen noch weitere Sachen. Es gibt nur T-Shirts oder was? Na super. Kann ich auch zwei auf einmal? Ja. Zur Kasse gehen. Kaufen. Erledigt. Raus. Raus. Ware nehmen. Gelbe T-Shirts. Gut, Karton wegschmeißen. Preis festlegen. €9,99. Genehmigen. Das passt schon. Wir haben noch genug Ware da und wir können hier öffnen. Wir müssen erstmal Level abkriegen, glaube ich, oder? Laden wir es ab, wer da kommt. Level 44 von 50. Da oben rechts steht's, da kann man sehen die Uhrzeit. Daneben ist unser Level 1 und wie viele Punkte wir brauchen und was wir haben. Zurzeit haben wir noch irgendwie 615,50 $. Wäre schön, wenn jetzt nur einer einkaufen kommt. Ja, schauen wir mal. Die gehen vorbei.
Die geht auch vorbei. Niemand kommt hier rein. Die sieht doch so aus, als ob sie hier reinkommt, oder? Die kommt bestimmt hier. Ja. Die kommt ein pinkes T-Shirt wetten. Ja. Und die nehmen beide mit, okay. Pinkes T-Shirt und zweimal pinkes T-Shirt. Wir haben nur eine Umkleide, dann muss die warten, aber das geht schnell. Okay, dann kann die auch noch da reingehen. Schauen wir mal, ne? Ach, stopp. Fehlt der Punkt. Karte, nee, Bargeld. Zwei Cent und 30. Ja, passen. Jetzt habe ich ein Level up. Karte, das ist gut. Gut. Schnell rosanes Zeug holen, oder? Kann ich das hier nicht ablegen oder was? Ist ja super. Wie kann ich das denn loswerden hier, bitte? Na super, das klappt ja wieder richtig gut, ne? Gut, dass das dahin geht. Kriegt sie 1 Cent zurück. So, Bargeld. Auch Bargeld. Passt. Müssten wir gerade den Ständer auffüllen. Anderes Produkt. Na super. Kiste zu würgen und zu verwerfen. R drücken. Okay, alles klar. Ich muss ja erst da dran, ne? Wunderbar. Kann ich das da wegnehmen? Ne, kann ich nichts ändern, ne? Ja, schade drum. Das bedeutet, ich kann jetzt nichts tun, bis der Ständer da leer ist. Na super. Und die nehmen natürlich alle von hier, ne? Gut, dann müssen wir gerade abgehen. Der eine Ständer wird jetzt leer. Nein, die gehen natürlich an den anderen erst ran. Ist klar. Ja, super. Also da passt was nicht bei dem Spiel dann, oder? Sie nimmt auch erstmal da von dem, wo mehr drauf sind. Ist wunderbar. Nimm drei, ja, dann wäre wenigstens leer. Na super.
Na, geht nix. Kann ich nichts ändern gerade. Ja, das war's. So, ja, super. Verträge, ich war jetzt Level 2. Okay, es gibt unterzeichnet. Ich kann einen neuen Vertrag mit B und D unterzeichnen. Wunderbar. Neuer Vertrag unterzeichnet, Tutorial abgeschlossen. Na super. Jetzt haben wir die zwei Sachen dazu bekommen. Ja. Und das nehmen wir auch noch einmal. Achso, wir müssten vielleicht noch Inventar kaufen, ne? Das kostet 100er dann. So, hier hinzufügen. Passt. So, Laden ist leer, super, ne? Tschüss. Und wo sind meine Waren? Aber ich soll ja zumachen, ne? Also, ich muss den Tag abschließen mit Enter. 270 miese gemacht, aber wir sind doch insgesamt jetzt schon besser geworden, weil wir hier 219 gekauft haben. Kontostandlevel ist hier besser speichert. So, ich hätte jetzt ein paar Dinge gekauft, aber wo sind die? Das kann ja schon mal aufhängen, ne? Aber wo sind die anderen Sachen hin? Die hätten ja hier stehen müssen eigentlich, oder? Komisch. Also Ausrüstung wollte ich den kaufen. Ach so, hier zur Kasse gehen. Ich hatte nicht genug Geld, kann das sein? Kaufen. Ist alles da. Auch der Kleiderständer. So. So, die Kiste muss erst noch weg. Ich muss noch einen Kleiderständer kaufen, wenn es geht. So, das haben wir hier. 9,99 und hier 12,90. Machen wir da mal 8,99 raus. Und hier 22. Dann machen wir da 17,98 raus. Stopp, das war zu viel. Genehmigen. Das können wir so lassen, aber mir fehlt jetzt noch ein Kleiderständer. Kann ich mir den noch leisten, ist die Frage. Kleiderkabine, Wandregal. Aber das ist alles sehr teuer. Wir sollten erstmal mit dem Billigen dann nochmal einmal hier einsteigen. Eben habe ich wohl kaufen nicht angeklickt, deswegen ging es da nicht weiter, ne? Gut, das heißt, wir machen hier noch einen Ständer hin. Passt. Und da kommt jetzt. Warte, was haben wir? Fehlt uns Pink? Pink fehlt uns. Pink 99. Das passt schon alles. So, und dann sollten wir vielleicht Gelb haben wir schon.
noch mal nachkaufen, ne? Laden aufmachen und wir kassieren nur noch. Viele Kunden brauchen wir jetzt. Der geht schon mal nicht rein, der Cowboy auch nicht. 105 Punkte haben wir schon in Stufe 2. Spätestens 9.40 Uhr. Gut, das ist noch eine Uhrzeit, wo man was machen kann, ne? Ja, ob man denn hier irgendwo auch gucken kann, wo es weitere Geschäfte gibt oder sowas, ein größeres Geschäft, weiß ich nicht. Das wäre dann noch interessant, oder? Vielleicht müsste man an einem anderen Computer noch mal was gucken. Können wir doch, oder? Arbeiter. Aha, du kannst in der Vollversion Kassierer und Regalfüller einstellen, okay. Erweiterung, du kannst deinen Laden und dein Lagerhaus in der Vollversion des Spiels erweitern, okay. Bankkredit kannst du der Vollversion übernehmen. Okay, Inventar. Okay, da können wir unsere Übersicht sehen, was im Laden ist und im Lager auch nochmal ist. Tapeten. Okay, man könnte auch tapezieren. Und Verträge hatten wir schon. Gut. Oh, da kommt schon jemand. Die junge Dame hat zwei Artikel. 1998. Und nochmal Karte, das macht 27,97. Sehr schön. Und der Herr hier hat zwei T-Shirts, will mit Bargeld bezahlen, bekommt 2 Cent 80 raus. Und sie kauft das mit Karte. 27,97. Wunderbar. 128 Dollar oben rechts. Das alles ist. Wir haben schon Mittag, aber da kommt schon die nächste Person, die da noch was kauft. Okay. Da werden zweimal Sachen genommen. Oder auch, obwohl der sogar drei Sachen er. Sie kommt und ja, es geht erstmal voran. Sie hat nur eins mit Karte. Erledigt. Und er hätte drei Sachen genommen, meine ich. Waren aber wohl doch nur zwei. Karte. Gut. Er nimmt die T-Shirts mit Karte. 35, 96. Alles wunderbar. Wir haben 194 Einnahmen, reicht aber noch nicht, um unser Tagesgeschäft auszugleichen, glaube. Okay, da kommen wieder welche. Er nimmt ein gelbes T-Shirt, ein rotes T-Shirt. Dann wird ein pinkes genommen. Okay, rot noch dazu. Der Herr probiert an. Die Dame kommt hier rein und holt sich auch noch was. Okay, da ist rot, gelb ist noch da. Karte, ja. 27,97. Bargeld. Oh, ich bin aufgestiegen, sehr schön. Karte. Ist genehmigt. Geld. 1 Cent und 40. Und Karte. Erledigt. Auch mit Karte. 27,97. Danke.
schnell was holen. Gelbe T-Shirts. Das ist noch nicht leer, ne? Aber ich hole es trotzdem, weil ich ja mit R jetzt weiß, wie es geht, ne? Okay. Pink. Ist voll. Gut. Und auch erledigt. So mit Karte 1998. Auch mit Karte. Auch mit Karte 27, 97. Auch mit Karte. Sind noch genug Sachen da? Ja, diese T-Shirts sind zu teuer, die müssen wir den Preis reduzieren. Achtundneunzig, ne? Genehmigt. Gut. Ja, wieder mit Bargeld. Karte. 26. Ich glaube, das war das erste blaue T-Shirt, was wir verkauft haben. Neunzehn achtundneunzig. Genehmigt. Was haben wir noch? Gelb haben wir noch. Das ist hier. Ich glaube, das geht da vielleicht schon ran, oder? Aber wo ist der andere Karton? Ah, da, okay. Pink. Geht hier auch noch dran, ja. Okay, wir gehen an der Kasse. Karte. Hier ist der Preis zu hoch oder was? Oh, mal 7,99. Genehmigt. So, was haben wir noch auf Lager? Nur noch die blauen. 498. Ist das der erste Tag, den wir jetzt auf Plus machen? Könnte sein, ne? Oh ne, nicht ganz. 36 minus noch gemacht. Aber wir sind auf einem guten Weg. Speichert. Wir sind noch zu. Aber ich würde sagen, wir haben schon eine ganz lange Folge daraus gemacht. Wir müssen noch Ware nachkaufen als nächstes. Wir können bestimmt neue Verträge hier noch abschließen und das eine oder andere Regal wäre dann noch vielleicht sinnig und mal schauen, wie es weitergeht. Ich sag mal erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann.